Schönen guten Tag, liebe Zuseherinnen und Zuseher auf unserem internationalen YouTube-Kanal. Sie hören und sehen wieder einmal mich, Fritz Edlinger, den Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift. Mitten im Sommer bereiten wir zwei Ausgaben vor, die in den nächsten Wochen bei den normalen Abonnenten, bei den Zeitschriftabonnenten ankommen werden, wobei vor allem die zweite Ausgabe sich natürlich mit den österreichischen Wahlen beschäftigen wird und ganz offen gesagt vor allem mit den politischen Programmen, mit den Aktionen des Altbundeskanzlers, im Moment Privatperson ohne politischen Amt, zumindest ohne politisch-öffentlichen Amt, und dem vermeintlichen Wiederbundeskanzler Kurz. Es ist zwar durch den Sturz der türkis-blauen Bundesregierung durch Österreich, aber auch international eine gewisse Erleichterung zu verspüren gewesen, aber diese Einstellung trügt. Sebastian Kurz ist konsequent daran, sein Programm neu aufzustellen und durchzuziehen. Und als Österreicher, als Zeitschrift, die in Österreich von Österreicherinnen und Österreichern, die an internationaler Politik interessiert sind, und das nicht erst seit Monaten oder wenigen Jahren, sondern seit vielen Jahren, haben wir große Bedenken darüber, was eine fortgesetzte österreichische Außenpolitik mit bei Sebastian Kurz anstellen kann. Um es auf eine Schlagzeile zu bringen, wir befürchten, und es gibt ja schon massive Anzeichen aus den letzten 1,5 Jahren, dass die Politik Sebastian Kurz nicht nur Fundamente der österreichischen Außenpolitik seit 1955 ernsthaft in Frage stellen, die Schritt für Schritt verändern zum Negativen, was kurzfristig und mittelfristig zur Folge haben wird und auch bereits zur Folge hat, dass das Image Österreichs in der internationalen Welt einfach weitaus schlechter wird, als es traditionell war. Wir können uns erinnern an Zeiten, wo von außen her betrachtet Österreich mit etwas unpassenden, aber doch interessanten Etiketten versehen wurde, wie Insel der Seligen. Wir waren anerkannt als aktiver, neutraler Staat inmitten von Europa, auch schon vor unserer Mitgliedschaft in die EU. Und die neokonservative, populistische Politik von Kurz, und ich sage hier bewusst Kurz, weil er ist der Regisseur dieser Politik und er ist der Repräsentant dieser Politik, droht das Image Österreichs, das wir gewohnt sind, zu zerstören. Es beginnt inzwischen bereits mit Eindrücken von österreichischen Reisenden in der Welt, die noch gewohnt waren in den 70er, 80er Jahren, du kommst aus Österreich, wunderbar, schönes Land, wir hören gerne, was ihr tut, wir reisen gerne hin, dass sich dieses Image ins Gegenteil verkehrt. Wir sind auf dem Weg einer Koalition, in der Österreich sich nie befunden hat, eine Koalition von den Rückwärtsgewandten, von den undemokratischen Kräften, Ländern und Parteien in Europa. Das hat sich schon in der letzten Bundesregierung ganz klar gemacht. Es kann sich sicher jeder daran erinnern, dass Sebastian Kurz, obwohl Österreich natürlich nicht Mitglied dieser Gruppe der 4 osteuropäischen EU-Staaten, der Visegrad-Staaten, ist, in Wirklichkeit bei dem letzten Gipfel in Budapest de facto als Hauptredner und als Ehrengast begrüßt, ja bejubelt wurde. Und das ist kein Zufall.
Sebastian Kurz sympathisiert mit Ideen eines Orban, eines Salvini, eines Kaczynski, die im Wesentlichen Fundamente dessen, was sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte in Österreich und in Europa als demokratische, als europäische Werte manifestiert hat, in Frage zu stellen. Es würde jetzt zu weit führen, hier einzelne Beispiele zu bringen, aber die Beispiele sind bekannt, vor allem aus unserem Nachbarstaat Ungarn. Das ist eine Gefahr, dass dieser Weg weitergeführt wird, ganz egal, mit wem Kurz nach der Wahl koalieren wird oder ob er es versuchen wird, alleine mit einer Alleinregierung, mit einer Minderheitsregierung zu machen. Und unser Anliegen, man kann das stärker sogar formulieren, unsere Mission als Zeitschrift, die ein ganz anderes Konzept vertritt, ist es, hier klar zu sagen, worum es geht und was die Gefahr besteht. Kurz unterstützt einen neuen Nationalismus, der in den letzten Jahren von bestimmten politischen Kräften, von politischen Staaten im Wesentlichen kreiert wurde, wo die Flüchtlingsfrage, die Migrationsfrage ein Motor war, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist nicht die Flüchtlingswelle, die vor einigen Jahren über Europa hereingekommen ist, wobei man das in den Dimensionen ja auch richtig stellen muss. Der Großteil der nahöstlichen, aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen ist in der Region geblieben. So bei uns schon scheel angesehene Länder wie die Türkei haben den Großteil oder auch Libanon oder Jordanien haben den überwiegenden Großteil der Flüchtlinge aufgenommen und nicht Europa, das bei Weitem finanziell und materiell viel leichter in der Lage wäre, diesen Menschen auf der Flucht zu helfen, als die ohne dies nicht besonders reichen Nachbarstaaten. Aber hier wird in Wirklichkeit dieses Leid von Millionen von Menschen dazu ausgenutzt, um in Wirklichkeit ein Programm durchzuziehen, das ein altes Programm ist. Ein altes europäisches Programm, nämlich das Programm der europäischen Nationalstaaten, des europäischen Nationalismus, der, wenn man die Geschichte gar nicht allzu weit zurückgeht, in Wirklichkeit in zwei katastrophalen Weltkriegen geendet hat. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, mit all ihren, vor allem der Zweite Weltkrieg, mit ihren Verbrechen, ist made in Europe. Und es wäre den europäischen Ländern wirklich gut beraten, das zu registrieren, sich daran zu erinnern und in Wirklichkeit nicht wiederum die Wege zu beschreiten, die schon zweimal in das Chaos und in Verbrechen geführt haben. Aber das wird von einer jüngeren Generation von populistischen Nationalisten ignoriert und sie gehen sehenden Auges diesen Weg weiter. Um das an einigen Beispielen klar zu machen, auch konkret an der österreichischen Situation. Diese populistische, nationalistische Politik bewirkt zum Ersten eine Schwächung des Prinzips von Multilateralismus, von internationalem Recht, von Menschenrechten, von Völkerrecht, niedergeschrieben und organisatorisch verankert in den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen wurden 1945 gegründet als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Ihr Basisdokument ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und statt diese Ideen, die nach wie vor gültig sind, zu unterstützen, zu stärken, was einem Land, einem kleinen neutralen Land wie Österreich in der Mitte von Europa anstehen würde, auch aufgrund unserer eigenen Geschichte, macht Kurz und seine Politik vieles, um die Vereinten Nationen zu schwächen. Ein konkretes Beispiel, auch wiederum in der Lieblingsfrage des Herrn Kurz und auch seiner früheren
Koalitionspartner in der FPÖ die Migrationsfrage. Es ist durch alle Medien gegangen, das Verhalten der österreichischen Bundesregierung bei der endgültigen Verabschiedung oder Empfehlung dieses Migrationspaktes der Vereinten Nationen. Hier ist Österreich im letzten Moment ausgestiegen, mit einem Trick, man hat sich dann formell der Stimme enthalten, aber in Wirklichkeit hat man es nicht unterstützt, gemeinsam mit wenigen anderen like-minded, ähnlich denkenden, meistens europäischen Staaten und den USA. Völlig ignorierend, dass man jahrelang auch unter dem Außenminister Sebastian Kurz auf der Ebene der Vereinten Nationen diesen Pakt verhandelt hat und im Zuge der Verhandlungen keine wesentlichen Einwendungen ergeben hat. Dann, wie es öffentlich wurde, wie es zu einem Beschluss oder zu einer Empfehlung, es ist ja kein Beschluss, es ist eine Empfehlung der Vereinten Nationen an ihre Mitgliederstaaten gekommen ist, hat man aus kurzfristigen populistischen Gründen die Reißleine gezogen. Das ist ein Beispiel. Man schwächt in Wirklichkeit auch in Europa jene Institutionen, die für ein internationales, für ein multinationales Arbeiten sind, zum Beispiel eben in Frage der Europäischen Union und ihrer Institutionen. Ich möchte jetzt nicht wegwischen, dass es eine Menge von berechtigter Kritik an der EU gibt, an ihren Institutionen. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, will man in Wirklichkeit diese Institutionen verbessern? Will man ein sozialeres, ein menschenrechtsachtenderes Europa haben? Oder will man in Wirklichkeit, wie manche der engsten Freunde des Herrn Kurz, die EU schwächen bis hin zu zerstören? Das ist die Frage. Und jeder weiß, wohin der Weg der Salvinis, der Le Pens, der Kaczynskis, der Orbans führen soll, in Wirklichkeit zurück und eigentlich gegen eine EU. Und hier ist ja Herr Kurz, der ja ein intelligenter Mann ist und der auch genügend Berater hat, er weiß, was diese Leute wollen, und er geht aber den Weg mit ihnen, weil er in Wirklichkeit ein Spieler ist und meint, mit diesem Nationalismus auch Wählerstimmen ansprechen zu können. Ein zweites Beispiel ist, wo man auch sieht, mit welchen Gruppen, mit welchen Organisationen und Menschen sich Kurz hier einlässt, wenn sie nur versprechen, ihm in irgendeiner Weise in seiner Richtung zu unterstützen. Es hat hier vor wenigen Monaten in Österreich in Wirklichkeit eine unglaubliche und eigentlich eine skandalöse Geschichte gegeben, indem Sebastian Kurz bei einer Versammlung in der Wiener Stadthalle von einer Organisation, die im Wesentlichen Teil einer weltweiten, inzwischen sehr machtvollen religiösen Sekte der Evangelikalen ist, aufgetreten. Er hat dort eine Rede gehalten und hat sich in unglaublich, eigentlich peinlicher Weise von einem aus Australien kommenden Prediger in Wirklichkeit segnen lassen. Gerade, dass er ihn nicht heilig gesprochen hat und gemeint hat, das ist so ähnlich, wie es ja auch aus diesen evangelikalen Kreisen heraus Leute gibt, die meinen, Trump ist von lieben Gott gesandt worden, um bestimmte Missstände in der Welt zu verbessern und zu verändern. Und auch diese Heiligsprechung, diese Segnung war wirklich peinlich. Es war in einer gewissen Weise auch unverständlich, dass sogar der Wiener Kardinal dort aufgetreten ist, weil diese Leute nicht wissen oder nicht wissen wollen, wer die Evangelikalen sind. Die Evangelikalen sind inzwischen eine weltweite religiöse Sekte, der hunderte Millionen Menschen angehören, die rechtsradikal sind, die religiöse Fundamentalisten,
der ärgsten Weise. Sie haben damit zum Beispiel begonnen vor vielen Jahren in den USA, indem sie Abtreibungskliniken überfallen haben, angezündet haben. Sie vertreten einen Standpunkt, ähnlich wie man es den islamischen Fundamentalisten vorwirft, dass sie das Wort Gottes wörtlich nehmen. So wie man manchen der Islamisten vorwirft, dass sie den Koran als undiskutierbares Wort Gottes wörtlich nehmen, so vertreten die Evangelikalen die Meinung, die Bibel, ein Werk, das 2000 Jahre alt ist, von verschiedensten Autoren zusammengeschrieben wurde, Gottes Wort ist und wörtlich zu nehmen und dafür im 20. und 21. Jahrhundert in Wirklichkeit Kreuzzüge führen. Mit solchen Leuten begibt sich Sebastian Kurz auf einen politischen Weg. Und das ist ein politischer Weg, der in Wirklichkeit, ich will nicht dramatisieren, in den Abgrund führt, aber er führt auf jeden Fall zurück. Zurück in eine Zeit, die wir geglaubt haben, schon längst überwunden zu haben. Also hier muss man sehen, dass er traditionelle Werte der österreichischen Außenpolitik über Bord geworfen hat. Ein anderes Beispiel, auch jüngst, die österreichische Haltung in der Nahostfrage als ein Beispiel, wie Österreich in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren noch in Wirklichkeit stolz darauf war, als kleiner, neutraler Staat Brückenbauer zu sein. Diese Rolle ist längst passé. Kurz ist kein Brückenbauer, Kurz ist ein Brückenzerstörer und solidarisiert sich, gerade erwähnt habe, bei den Evangelikalen, aber auch bei anderen Beispielen, ganz klar mit bestimmten politischen Positionen. So unterstützt er und seine Regierung, seine abgewählte Regierung, ganz eindeutig und ohne Wenn und Aber die rechtsradikale israelische Regierung von Netanjahu und den israelischen Siedlungen. Erst vor kurzem war der Herr Altbundeskanzler als Privatperson bei seiner langen Urlaubsreise auch in Israel, hat sich dort mit Netanjahu getroffen, hat ihm erklärt, die undiskutierbare und Staatsräson Österreichs in Unterstützung der Politik der israelischen Regierung und hat sich dann noch mit einem der übelst beleumundeten israelischen Minister getroffen, nämlich den Minister für die innere Sicherheit. Das ist der Mann, der dort die Polizei und ähnliche Truppen kommandiert, der dafür verantwortlich ist, wie in welcher brutalen Weise täglich palästinensische Menschen drangsaliert werden. Mit dem hat er Übungen der israelischen Polizei besucht und war stolz darauf, dass in Kürze es zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen österreichischen Polizeitruppen und der israelischen Polizei kommt. Das sind alles Dinge, die zwischen der früheren Bundesregierung und der israelischen Regierung begonnen sind, die aber extrem einseitig sind, die ignorieren, dass Israel ein Staat ist, der Menschenrechte, Völkerrecht täglich bricht. Und das ist um 180 Grad konträr zu dem, worauf Österreich über Jahrzehnte stolz war und Österreich gelobt wurde, nämlich den Versuch, gerade in einem der schwierigsten Konflikte, dem Konflikt zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk, zu vermitteln. Dafür wurden Leute wie Kreisky, aber auch Waldheim, um jemand aus der Familie, Parteienfamilie, der Kurz nach wie vor angehört, zu nennen, für die waren die Personen, die sich dafür engagiert haben und wo Lob und Anerkennung weltweit war, und das ist jetzt weg. Das sind Beispiele, dass in Wirklichkeit er damit einen Brückenschlag, allerdings in welcher Weise, zur
neuen amerikanischen Politik unter Trump macht, entgeht einem fast. In Wirklichkeit ist Sebastian Kurz unter den europäischen Regierungschefs oder führenden Politiker einer der freundlichsten. Man kann sich noch erinnern zu Trump und zu dessen Politik. Man kann sich noch erinnern, wie vor kurzem, eben vor einigen Monaten, wie er noch Bundeskanzler war, er im Weißen Haus als einer der wenigen europäischen Regierungschefs empfangen wurde. Und Trump in seiner üblichen saloppen Art mehr oder minder gesagt hat, das ist mein Mann in Europa. Das ist die Zukunft Europas und das ist der Mann, den ich möchte. Also es ist kein Zufall, mit wem sich Kurz zusammentut. Es ist vielleicht auch schon in Vergessenheit geraten, wie die Verhandlungen über den britischen Brexit in Europa begonnen haben, die ersten Vorgespräche, dass in Wirklichkeit damals Kurz noch nicht einmal als Bundeskanzler Sympathie für manche Positionen der Brexitiers aus Großbritannien geäußert hat. Wenn ich mich erinnere, das ist ja auch seine Haltung und die Haltung vieler seiner Anhänger, gemeint, na ja, das mit einer Sozialunion in der EU, das würde zu weit führen. Die EU ist eine Wirtschaftsunion, aber dass man vielleicht jetzt europaweit versucht, soziale Standards anzuheben, was eine wichtige Sache wäre, um soziale Ungleichheiten zwischen einzelnen EU-Staaten auszugleichen. Das kann nur auf einer europaweiten Ebene passieren. Das ist etwas, was die britischen Brexitiers nicht wollen und das ist auch etwas, was damals Kurz ganz klar gesagt hat, das geht nicht. Also Kurz ist in Europa ein Rechter, er ist sogar in seiner eigenen Parteienfamilie ein Rechter. Es ist ja kein Zufall, dass in Wirklichkeit die am Beginn sehr freundliche Beziehung zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und Sebastian Kurz ziemlich abgekühlt ist, weil sie gemerkt hat, dass er in Wirklichkeit ein Abenteurer ist und keiner, der nicht einmal im positiven Sinn bürgerlich-konservative, christlich-soziale Ideen, die nicht meine sind, aber über die man diskutieren kann, die weiter vertritt, sondern in Wirklichkeit rechten nationalistischen Populismus. Der langen Rede kurzer Sinn, wir werden also als international uns auch in den nächsten Ausgaben damit befassen. Wir werden auch sicher weiterhin eine neu gebildete Regierung hinsichtlich ihrer Außenpolitik, ihrer weiter fortgesetzten Tendenz, Österreich international noch weiter in ein bestimmtes Eck zu stellen und zu diskreditieren, werden wir das verfolgen. Es ist zum Beispiel nicht überraschend, dass innerhalb von wenigen Wochen in europäischen Zeitschriften und Publikationen in Wirklichkeit die Ibiza-Geschichte, aber nicht in erster Linie die Ibiza-Geschichte, sondern das, was in Wirklichkeit an der Verantwortung von Sebastian Kurz daran ist, kommentiert haben. Es ist also gerade in den letzten Tagen zwei der anerkanntesten deutschen außenpolitischen Zeitschriften haben sich damit befasst, was selten ist für Österreich. Also das Fachmagazin für internationale Politik schlechthin, die Blätter für deutsche und internationale Politik, haben in ihrer aktuellen Ausgabe einen Artikel, der mit der Headline beginnt, Sebastian Kurz oder der Sieg des Opportunismus. In der Zeitschrift Welttrends titelt ein Artikel Populismus made in Austria, ein europäisches Modell. In der dieswöchigen Ausgabe des Spiegel gibt es einen langen Artikel über die Salzburger Festspiele. Der Untertitel dieses Artikels ist: Auf den ersten Blick
wirkt bei den Salzburger Festspielen alles wie immer. Die Schauspieler und Opernwelt gibt sich die Ehre, die Kaffeehäuser sind voll. Doch Österreich hat sich verändert. Ein Sittengemälde zwischen Ibiza-Affäre und Neuwahlen. Ein Kulturartikel im Spiegel. Das heißt, zu glauben, dass diese deutlichen Veränderungen der österreichischen Innen- und Außenpolitik weltweit nicht registriert werden, auch wenn wir nur ein kleiner EU-Staat sind, ist Illusion. Es wird genau beobachtet und wir werden noch die Rechnung bekommen. Und das ist etwas, was wir als internationale Zeitschrift, die sich eindeutig Werten wie Menschenrechte, wie Völkerrecht, wie Multilateralismus, wie gerade heute am Tag des Bombenabwurfs Hiroshima, der international begangen wird, natürlich Gewaltfreiheit, Abrüstung, atomare Abrüstung sind, dass wir hier in Wirklichkeit weiterhin verfolgen, welchen Weg, leider sehr bedenklichen Weg, Österreich einschlagen wird. Das wollte ich zum heutigen Tag und auch zu unseren nächsten Absichten sagen. Ich darf mich auch noch ein bisschen damit befassen, was international eben in den nächsten Monaten und auch schon Jahren vorhat. Wir haben eindeutig vor, uns weiter zu verbessern. Wir haben weiterhin vor, diesen YouTube-Kanal auszubauen. Dazu noch später noch kurz. Wir haben vor, unsere Redaktion auszuweiten, auch personell in diesem Sinn. Auch eine Einladung an die Seherinnen und Seher und Hörerinnen und Hörer dieses YouTube. Wer immer Interesse hat, wer immer meint, in welcher Weise auch immer bei uns mittun zu wollen, welcome. Wir sind ein kleines Team. Wir sind für alles das, was wir für die nächste Zeit vorhaben, ein zu kleines Team. Und wir würden daher gerne neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter begrüßen. Wer immer sich dazu bemüßigt fühlt, bitte ein Mail, ein Anruf. Wir werden jeden und jede Bewerbung ernsthaft prüfen und auf jeden Fall jeden zu Gespräch einladen. Zum weiteren Ausbau von international möchte ich ankündigen, dass wir im 40. Jahr des Bestehens wieder zu einer Erscheinungsweise zurückkehren werden, die wir in den ersten Jahren hatten, nämlich 6 Ausgaben pro Jahr. Wir haben in den letzten Jahren nur mehr 4, aber zum Teil schon bereits sehr umfangreiche Hefte produziert. Wir werden das jetzt wieder ändern. Wir werden ab Jänner 2020 wieder pro Jahr mit 6 Heften erscheinen. Und last not least, wir werden auch noch im verbleibenden 40. Jahr international auch noch weitere Diskussionsveranstaltungen durchführen. Wir haben bereits 2 durchgeführt, die recht erfolgreich und gut besucht waren. Eine über die österreichische Nahostpolitik und eine über die Perspektiven der europäischen Linken. Wir werden sicher noch 1 bis 2 ähnliche Diskussionsveranstaltungen durchführen, wo wir über alle unsere Medien, die öffentlich sind, kostenlos natürlich, und wir hoffen, dass wir viele Besucherinnen und Besucher und vor allem aktive Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten dabei begrüßen können. Und wenn der eine oder andere, der, wie ich zuvorhin schon die Einladung ausgesprochen habe, dabei ist, der oder die sich eine Mitarbeit in der Redaktion vorstellen kann, welcome, wir können uns dann gleich bei der Gelegenheit persönlich begrüßen und kennenlernen. Damit bleibt mir zum Schluss nur noch wieder einmal herzliches Danke zu sagen für alle, die unseren YouTube-Kanal, der jetzt etwas mehr als 3 Monate besteht, besuchen. Wir haben regelmäßig gute Aufrufe. Im Schnitt kann man sagen, dass wir pro Woche an die 100 Aufrufe haben, was gut ist, was noch nicht perfekt ist, aber es ist ein guter Beginn. Wir haben
Abonnentinnen und Abonnenten, da ist es ein bisschen zäh. Wir haben eine ständige Aufwärtsentwicklung, aber wir sind ambitioniert und wir wollen schon noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter machen. Also wir würden uns freuen über jedes zusätzliche Abo. Wir möchten, dass international wirklich noch weiter bekannt wird. Gerade, wie ich vorhin gesagt habe, in Zeiten, wo sich in Österreich in der Innenpolitik, vor allem aber auch in der Innenaußenpolitik sehr viel abspielt, ist es wichtig, dass man unsere Positionen auch bekannt macht und dass man sie aktiv unterstützt, weil es geht auch darum, in einem etwas übertriebenen, vielleicht klingenden Satz zu sagen, es geht auch in Wirklichkeit, die guten Traditionen, die guten politischen Traditionen Österreichs und Europas zu verteidigen. Und darum geht es. Daher herzlichen Dank nochmals und ich hoffe bereits in den nächsten Tagen und Wochen zusätzliche neue Abonnentinnen und Besucherinnen auf YouTube International begrüßen zu können. Schönen guten Tag.